Guten Herr Kirchner. Tag. Ich möchte mit einem Stichwort beginnen. Kastanienallee. Ich weiß, dass es ein Beteiligungsverfahren gegeben hat, wo auch Kinder und Jugendliche mitgestalten konnten in dem Verfahren. Und nun stellen wir fest, dass die Kastanienallee aus einem Bürgerbegehren neu aufgerollt wird. Nee, da haben Sie ja völlig recht. In der Kastanienallee haben wir ein umfangreiches Beteiligungsverfahren gemacht. Waren ja nicht bloß diese Schulklassen da in der Grundschule am Teutoburger Platz, sondern war ja auch Seniorenvertretung, Behindertenvereinigung. Am 19. Januar 2009 mit der Berollung, mit der öffentlichen Berollung, die wir da gemacht haben. Dann zwei große Erörterungsveranstaltungen, fünfwöchige Aussage der Pläne, lange Diskussionen und mehrere Beschlüsse des Ausschusses bzw. der BVV, also die ja das demokratische Gremium sind. In dem Fall, das kann sich schon sehen lassen. Und ja, es ist so, dass eben, wenn man auf Basis der Demokratie setzt, dass dann eben doch das Instrument des Bürgerbegehrens eingeräumt werden muss. Das sehe ich jetzt erstmal rein demokratiepraktisch ist überhaupt kein Problem. Weil es gibt offenbar Menschen, die warum auch immer mit diesen Plänen nicht einverstanden sind, obwohl sie seinerzeit beteiligt waren. Aber Beteiligung heißt ja nicht, und das scheint auch ein bisschen ein Missverständnis zu sein, Beteiligung heißt ja nicht immer hundertprozentiges Umsetzen jedes einzelnen Partikularinteresses. Und dass die Kastanienallee umstritten ist, na wen wundert das? Da ist die Straße nur wirklich nichts Besonderes. Jede Baumaßnahme ist umstritten. Worum es ja eigentlich geht, ist, dass da ja nichts passieren soll. Und da lege ich mich dann auch richtig mit denen an, mit den Bürgerinnen und Bürgern, weil wer letztlich nur eine Reparatur der Gehwege fordert, übersieht aus meiner Sicht, dass wir im 21. Jahrhundert leben und in Zeiten, wo Diskriminierung nicht mehr so richtig politisch korrekt ist. Und die Kastanienallee, so wie sie jetzt ist, grenzt Menschen mit Mobilitätseinschränkungen systematisch aus. Also Barrierefreiheit ist dann Fremdwort. Ich war gestern wieder in der Kastanienallee, um das nochmal bildlich darzustellen. Eine alte Dame mit dem Rollator ist nicht durchgekommen, weil sie einfach in diesen in der Tat sehr schlechten Gehwegverhältnissen dort klemmen geblieben ist. Und das werde ich auf keinen Fall zulassen, dass eine kleine Gruppe von Menschen, und das ist mir egal, ob das 1000 oder 2000 Leute sind, dass die sich das Recht herausnehmen, andere Menschen auszugrenzen. Wem gehört die Kastanienallee? Wird ja mal gerne gerufen. Ich sage allen und nicht bloß euch. So, und das ist eine Grundsatzdiskussion, die man auch führen muss, weil da geht es eben nicht bloß um Kultur oder Szene oder Kommerz, meinetwegen auf Kommerz, sondern da geht es um Grundrechte. Nämlich von öffentlichen Raum, für wen er auch zugänglich ist. Und Barrierefreiheit für Haltestellen, ÖPNV und so muss ich jetzt ja nicht weiter ausführen. Und dann kommen jetzt hier die Kinder ins Spiel mit der Schulwegsicherung. Ne? Auch das lasse ich nicht zu, dass bloß weil andere denken, dass da ja nichts passieren soll, dass dann Schulwegsicherung in Frage gestellt wird. So, es war ja eine der essentiellen Forderungen von diesen Schulkindern, dass man da mehr machen muss. Ne? Ja, und dann geht es natürlich in der Kastanie auch um parkende Autos, womit wir wieder beim öffentlichen Raum sind. Meine Idee einer Stadtstraße ist nicht, dass die mit 150 parkenden Autos zugestellt wird. Ist nicht meine Idee. Und ich finde, 85 parkende Autos, die es dann mal werden, sind dann schon ein Kompromiss. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch weniger sind, aber auch das muss man ja nochmal, wir leben ja halt in der Realität, muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, dass dann auch noch der eine oder andere tatsächlich sein Auto hat oder braucht. Ne? Mhm. In der Gemengelage finde ich es dann, um das nochmal abzuschließen, zwar Demokratie praktisch ausgesprochen normal, dass wir noch ein Bürgerbegehren kommt, inhaltlich teile ich das überhaupt nicht. So, und werde auch alle dafür tun, dass diese nicht durchkommen. Auch das ist ja mein demokratisches Recht. Ne? So. Stichwort 28. Mai, Weltspieltag. Hier im Prenzlauer Berg finden insgesamt 3 Veranstaltungen statt, Gesamt Pankow 9. Zum Recht auf Spiel. Sie sind entwickelt jetzt hier sich doch, entwickelt sich doch. Sie sind jetzt in der Marienburger Straße, besuchen diese Veranstaltung. Ja. Was sagen Sie zum Recht auf Spiel? Was sagen Sie zu den Veranstaltungen? Na, ich finde, dass sie einmal im Jahr fast zu wenig sind, aber zweimal im Jahr wäre besser, um daran zu erinnern, dass öffentlicher Raum eben nicht bloß zum Rasen oder zum Abstellen von Kfz zur Verfügung gestellt werden muss, sondern dass es eben tatsächlich auch darum geht, den zurück zu erobern für andere Nutzung. Und da ist Spielen, finde ich, durchaus nicht die schlechteste Nutzung. Also man kann ja auch kommunizieren, sich treffen, aufhalten und so weiter. Und insofern könnte ich mir sehr wohl vorstellen, und das sind ja dann mit so einer Aktion immer ganz gute Beispiele, dass tatsächlich der Platz mal erweitert wird. Dass ja die Straße zugemacht wird, da hinten zugemacht wird, dass er hier erweitert wird und dass tatsächlich hier auch gespielt werden kann, egal ob jetzt mit Tischtennis oder Fußball oder
Buhl oder was immer man in den nächsten 20, 30 Jahren spielen wird. Ja. Und ich stehe auch dazu, dass tatsächlich öffentlicher Raum eben nicht bloß partiell, sondern tatsächlich auch dauerhaft zurückerobert werden muss, weil sonst ist dieser Stellplatz oder dieser platzfressende Kfz-Anteil, der ist mir viel zu groß. Und das in einem Bezirk, jetzt reden wir mal über Demokratie, ja, wo 312 Autos auf 1000 Einwohner kommen. Das heißt, dass zwei Drittel der Leute nicht mit dem Auto irgendwie unterwegs sind, wo Radverkehrsanteil mittlerweile 21% sind, ÖPNV-Anteile über 30%. Die Autos sind in der Minderheit, sie haben aber, was die öffentliche Raumnutzung betrifft, den absoluten Vorrang. Das muss sich ändern, wird sich auch ändern. Und ich denke, dass wo, wenn nicht in Prenzlauer Berg und wo, wenn nicht durch so eine Veranstaltung darauf aufmerksam gemacht werden kann. Ich bedanke mich.